Dere und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Master and Commander, in der wir euch die einzelnen Kapitäne in World of Warships Legends vorstellen. Heute spielen wir in der Z35 mit Freigeist in der Tallinn und Kustos in der Nagato in einer Division. Und wer sitzt am Steuer der Z35? Eine ganz klare Sache, Erich Bay, einer der Kapitäne mit den meisten Einberufungen als Inspiration, einer der beliebtesten, wichtigsten Kapitäne. Ja, ich glaube, mehr ist dazu nicht zu sagen. Er hat eine unglaublich wichtige Basisfähigkeit, auf die wir in Kürze zu sprechen kommen. Und damit macht er sich eben wirklich sehr, sehr beliebt, ihn auch bei anderen Schiffen, anderen Kapitänen als Inspiration zu spielen. Denn Erich Bay reduziert das Concealment von Zerstörern. Und das ist für jeden Zerstörer gut, egal worum es geht. Ist das jetzt ein Torpedoboot? Ist das ein, ja, Sheriff sozusagen? Es ist immer wichtig oder immer praktisch, eine geringe Zerstörererkennbarkeit zu haben. Das ist ganz einfach gesagt. Als Inspirationen haben wir für ihn gewählt William Sims, der die Lebenspunkte oder Trefferpunkte erhöht, und Jerzy Swirsky, der die Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser weiter reduziert. Hat folgenden Grund: an und für sich meiner Meinung nach Swirsky nicht unbedingt nötig zu spielen, aber bei den meisten Schiffen, bei denen ich oder auf denen ich Bay spiele, ist das dann oder funktioniert das dann sehr gut mit der Rauch- und Sonar-Kombo. Sprich, in sehr vielen Fällen können wir mehr oder weniger Stealth-Sonarisieren oder zumindest auf die Höhe unserer Erkennbarkeitsreichweite Sonar einschalten. Das heißt, wenn wir erkannt wurden, wissen wir, wenn wir in dem Moment Sonar zünden, sehen wir den Gegner mit Sicherheit auch. Slot 1, aufmerksamer Zorn. Ladezeit der Zerstörer-Hauptgeschütze wird reduziert, Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos wird erhöht, Ruderstellzeit geht leider etwas rauf. Wir verzichten auf den Flugabwehrskill und wir verzichten auf Kontakt steht unmittelbar bevor, der die Torpedogeschwindigkeit erhöht. Wäre an sich auch ein interessanter Skill, wenn wir Bay als Torpedokapitän, Torpedobootkapitän spielen würden, wäre das mit Sicherheit eine Option, aber in unserem Fall, wir spielen ihn eben als Boss im Cap sozusagen. Wir möchten eben von unserer Rauch-Sonar-Kombo Gebrauch machen. Wir möchten gegnerische Zerstörer finden, aufklären, aus dem Spiel nehmen, cappen und dann weiterziehen zum nächsten Cap. Aus dem Grund ist aufmerksamer Zorn hier die bessere Variante und es geht auch, denke ich, Hand in Hand eben mit unserer Überlegung, warum wir Swirsky spielen. Einfach weil wir so die Sicherheit haben, dass wir mit Sonar alles aufklären können, was in unser Concealment hineinfährt. Ist eben ganz wichtig, speziell wenn man der König des Caps sein möchte und hier wirklich dominieren möchte. Wir hatten, wie eben in diesem Spiel beispielsweise, zwei gegnerische Zerstörer oder zwei der drei gegnerischen Zerstörer bei uns hier im Cap und haben derzeit 9000 Punkte verloren, haben aber zwei Kills. Und das zeigt schon, wie gut dieser Build, wie gut diese Spielweise funktionieren. Der Build ist jetzt nichts Besonderes, wenn wir uns ehrlich sind, aber eben die Spielweise, das ist sehr beeindruckend, damit ist man eine Macht, kann das Cap kontrollieren und
das schlägt sich dann natürlich in einer entsprechenden Siegrate beispielsweise nieder. Ich kann das also wirklich jedem empfehlen. Ganz speziell, ja, typische Gunboat-Kapitäne, die wissen, dass es praktisch ist, wenn man capt, wenn man im Cap steht, mit dieser Rauch-Sonar-Kombo ist man wirklich sehr, sehr häufig oben auf. Man hat die Möglichkeit zu verschwinden, man hat die Möglichkeit, den Gegner trotzdem aufzuklären. Wenn man dann auch noch Teamkollegen hat, die beispielsweise zusätzlich auch drauf schießen, dann lässt sich da sehr, sehr viel bewerkstelligen. Wir versuchen hier in die Will-to-Rebuild-Reichweite von Kustos zu fahren, der in der Nagados sitzt. Ja, hat kurz funktioniert, dann hat die York leider darauf geschossen und es hat sich erledigt. Aber wir schauen jetzt natürlich, dass wir die York rausnehmen, pingen sie auch nochmal an, hoffen, irgendjemand schießt darauf und schauen uns an, was in Slot 2 zu holen ist. Wir haben uns entschieden für prüfender Blick, Erkennbarkeitsreichweite wieder reduziert, verzichten auf den Mörser, AP, HE, SAP Schaden wird erhöht, haben wir leider nicht. Und, das ist sehr schade, wir verzichten auf Zuhören. Ein super Skill, absolut brauchbar, absolut hilfreich, gibt einem mehr Aufladungen des Sonars, dafür ja, mit einer geringeren Dauer. Das macht aber an und für sich gar nichts, denn ja, wir brauchen es ohnehin nicht so lange. Es in Wirklichkeit ist ein gutes Drittel, würde ich behaupten, der Zeit, in der Sonar läuft, unnötig. Denn wir spielen oder wir nutzen Sonar mit dem Schiff hier eben, wie wir es am Anfang gesehen haben. Wir fahren ins Cap, klären den Gegner auf, rauchen uns ein, zünden Sonar, schießen auf den Gegner und weiter geht's. Von dem her wäre es eigentlich praktisch, wenn wir mehr Sonar-Aufladungen hätten, wenn wir eine kürzere Abklingzeit hätten, da kann man die reduzierte Sonardauer absolut in Kauf nehmen. Das wäre kein Problem. Aber ich habe mich eben für prüfenden Blick entschieden, einfach um auch das Concealment runterzubekommen. Genau der gleiche Grund, warum wir Jerzy Swirsky spielen. Das alles Hand in Hand funktioniert so. Slot 3, ganz klare Entscheidung, drehen und anvisieren. Drehgeschwindigkeit der Geschütze wird erhöht und, was das Wichtigste ist, zeigt die Richtung des nächsten gegnerischen Schiffes an. Alternative für mich wäre auch der vierte Skill, der genau das gleiche macht, nur eben ohne Drehgeschwindigkeit erhöhen, dafür den eingehenden Schaden reduzieren. Funktioniert auch gut. Ich bin nur der Meinung, dass die Geschütze oder die Drehgeschwindigkeit der deutschen Geschütze ja gerne etwas einen kleinen Buff hat und aus dem Grund, speziell eben weil wir sehr, sehr nah in der Regel am Gegner sind, bietet es sich meiner Meinung nach an, hier Twist and Track oder Drehen und Anvisieren zu verwenden. Aber wie gesagt, es würde auch die Alternative mit dem reduzierten Schadenseingang absolut Sinn ergeben, kann man durchaus so spielen. Da ist mit Sicherheit nichts verhaut. Was haben wir dann auf Slot 4? Ja, eigentlich auch eine relativ einfache Entscheidung in dem Fall, nämlich Nebel über dem Wasser erhöht die Dauer der Nebelwand, erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers. Sehr praktisch, gerade für unser Spiel. Wir verzichten dafür auf diffuse Benommenheit, das den Motorboost oder die Ladezeit des Motorboosts reduzieren würde. Dafür hätten wir einen schlechteren Nebel. Ja, nein, wollen wir natürlich nicht, denn das ist ja eben genau das, womit wir erfolgreich sind in den deutschen Zerstörern. Eben dieser Rauch, dieser Nebel, der ist für uns wichtig. Mit dem gewinnen wir am Ende die Spiele und aus dem Grund buffen wir die, also dieses Verbrauchsmaterial so viel und so gut wie möglich. Ist eigentlich auch relativ klar. Dann legendärer Slot, da gibt es ohnehin keine Diskussion, unaufhaltsam, denn bei beschädigtem Motor und oder Ruder bleibt ein Teil der Bewegungsfähigkeit erhalten. Ja, da spielen wir in jedem Zerstörer oder zumindest in 99% der Zerstörer. Alles andere ist unnötig. Wir müssen immer
bewegungsfähig bleiben, sonst ist das Spiel vorbei und es ist nicht anders. Man kann das drehen und wenden, wie man möchte. Das ist ein absoluter Fixpunkt in so gut wie jedem Bild. Ich hoffe, es war soweit alles verständlich. Es hat euch gefallen. Wie gesagt, mit Erich Bey hier eine Art Concealment-Bild, aber mit Fokus oder ausgelegt eben auf diese Rauch-Sonar-Kombo. Absolut empfehlenswert, funktioniert herausragend. Wünsche euch alles Gute, bis bald und derre!